Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den neuen Killer, die Zwillinge, auf dem öffentlichen Spieler-Testserver. Erstmal Zahlen, Daten, Fakten. Die Zwillinge bewegen sich normal schnell mit 4,6 Meter die Sekunde fort, haben einen 32 Meter Terrorradius und gelten als großer Killer. Die Kraft werde ich gleich mal zeigen. Ich wollte aber allerdings erstmal... Ich mache jetzt mal die Fänge normal nieder. Ich glaube, das hilft beim Erklären vielleicht. So, also zur Kraft, ne? Ich kann hier Victor lösen. So, jetzt ist der Kleine frei und den kann ich jetzt steuern. Und der fängt jetzt hinterherlaufen. Oh, ich kann nicht über Paletten springen. Das ist aber schade. Und ich werde gestunt und sterbe, wenn ich gegen irgendwas pralle, was größer ist als ich. Okay. Was ist eigentlich die Kraft, ne? Ich kann, wenn ich auf Überlebende springe, dann mache ich normalen Schaden. Das heißt, hallo? Die fängt die Läge jetzt, wäre ich nicht gegen die Palette geflogen, ne? So, das will ich unbedingt ausprobieren, ob wir das hinbekommen. So, der Sprung ist halt ähnlich kompliziert, würde ich mal sagen, wie der vom Demogorgon. Jetzt kam ich rüber. Was? Und jetzt hat sie mich getötet? Wollt ihr mich veräppeln? Also wenn man halt nicht trifft, die Überlebenden können den kleinen Victor töten. Also was macht er, ne? Er kann Überlebende anspringen, dann macht er normalen Schaden. Wenn die Überlebenden verletzt sind, liegen die Überlebenden dann. Und wenn die Überlebenden gesund sind, dann klebt Victor an ihn dran. Die Überlebenden werden gebrochen, bekommen den Statuseffekt, ich glaube, ahnungslos war es. Und außerdem handlungsunfähig, ne? So viel zur Kraft, ne? Zack. Ich würde gerne die Palette noch schnell kaputt machen. Und dann würde ich gerne, zack, mit Victor nochmal jemanden erwischen. Zum Beispiel, wo ist Victor hin? Wieso ist Victor nicht da? Wieso ist Claudette hier mit Sprintboost? Okay, solange kann ich erstmal die Perks erklären, die ich mit habe. Ich habe einmal Gnadenstoß mit. Das ist der gelbe Perk mit den zwei Zeichen. Der Perk hat den Effekt, dass pro Generator gemacht wird, bekomme ich ein Zeichen. Jedes Zeichen erhöht meine Schlagreichweite und wird da, jedes Zeichen wird halt verbraucht, wenn ich einen langen Angriff mache. So, okay. Die lässt sich sterben, warum auch immer. Und hepp. Also, jedes Zeichen erhöht meine Schlagreichweite, ne, um, wenn man so auf Stufe 3 hat, um bis zu 100%. Ich glaube, auf Stufe 1 sind es nur 60%. Zack, einmal, mein Guter. So, das ist also der Perk. Ich kann halt bis zu 5 Zeichen bekommen und schlag dann einfach weiter, ne, wenn ich so einen langen Angriff mache. Der zweite Perk, den ich mit habe, heißt Unterdrückung. Der sorgt dafür, wenn ich gegen einen Generator trete, bis zu 3 zufällige Generatoren... Oh, dort oben... So, warte mal... Wo bist du, Bill? Ich erkläre den Perk gleich weiter. Hä? Oh! Oh, ich habe daneben gehüpft. Okay, jetzt könnte er mich theoretisch töten. Jetzt allerdings nicht mehr. Hab ich dich? Ah, und er liegt direkt. Und jetzt kann ich ihn weiter steuern. Na, na, Claudette, Angst? Boah, ja, nee, brauchst du nicht haben, ne? Okay, ja. Ich glaube. Ah! Ist gar nicht mal so leicht zu treffen. Ach, und ich bin irgendwie gestorben anscheinend, weil ich gegen irgendwas geprallt bin. Okay. Na gut, nehmen wir mit. Wo ist Bill hin? Wo ist Bill hin? Okay, nochmal zum Perk, ne? Gnaden... Ach, Bill wurde schon aufgehoben? Nee, Gnaden... Nee, halt, wie heißt's? Unterdrückung sorgt dafür, ich trete gegen einen Generator, 3 zufällige andere Generatoren werden beschädigt. Ne? Das ist so die Kraft des Perks. Zack, hab ich dich. Und wenn Überlebende gerade... Wenn halt einer dieser zufälligen Generatoren, wenn da gerade ein Überlebender dran arbeitet, dann bekommen die Überlebenden einen schweren Skillcheck. Ich denke, ähnlich wie bei... Ding hier vom Doktor, ne, ihr wisst schon, ne. Außerdem, der dritte Perk, den habe ich heute leider nicht mit, der hat im Grunde den Effekt, dass, Überlebende, wenn Überlebende im Umkreis, ich glaube von auf Stufe 3 sind es 48 Metern in meiner Nähe, eine Truhe plündern oder ein Item aufnehmen, oh, hallo Bill, dann, dich jage ich mal weiter mit Victor, dann bekomme ich das mit, ich bekomme dann eine Benachrichtigung. So mit ihm und mit dem Kleinen sieht man auch keine Rennspuren, ne? Ah, okay, ich bin wieder dagegen gehüpft und sterbe jetzt wahrscheinlich wieder. Nee, jetzt sterbe ich nicht. Das
voll cool. Man kann an zwei Stellen gleichzeitig sein. So, jetzt klebe ich an Claudette und habe den Bill auch noch getroffen. Das geht? Ich habe zwei Leute getroffen. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Das ist jetzt richtig ärgerlich. Okay, das ist PDB und Bug, ne? Kennt man. Okay, jetzt ist mein Kleiner wieder bei mir. Allerdings kann ich mich immer noch nicht bewegen. Okay, jedenfalls, Horde hat den Effekt, ne, wenn die Überlebenden im Umkreis von 48 Metern Truhen plündern oder Items aufnehmen, bekomme ich eine Benachrichtigung. Die Überlebenden haben außerdem eine geringere Chance auf seltenere Items in den Truhen. Und es spawnen allerdings auch zwei zusätzliche Truhen. Ne? Ist halt super komisch. Warte mal, wenn ich jetzt wieder in sie gehe, dann kann ich mich jetzt wieder bewegen. Allerdings gibt es auf dem PDB einen Bug. Und zwar bin ich jetzt super langsam. Deshalb steuere ich ihn, weil er wenigstens schnell ist, ne? Ihr habt gerade eben gesehen, ich habe Claudette einfach angehüpft, ne? Da habe ich auf der drauf gehangen. Hier ist Bill. So, ich habe den Kleinen jetzt dorthin gesetzt. Das ist nämlich die zweite Kraft. Überlebende in der Nähe von dem Kleinen werden mir mit Killerinstinkt hervorgehoben. Das heißt, ich weiß dann Bescheid, wo die Leute sind. Ihr seht, ich bin langsam, ne? Ist ein Bug auf dem PDB. Ne? Ist halt einfach Pech. Und hepp, ich klebe wieder an dir. So, wenn ich auf jemanden klebe, dann können die Überlebenden den Kleinen runterwerfen und ihn damit töten. Und dann wächst er halt wieder in meiner Brust neu. Allerdings, ne, der hängt jetzt erstmal ein Weilchen auf ihr drauf, ne? So, jetzt nehme ich dich mit, Bill. So, sie hat wieder meinen Kleinen getötet. Boah, ich komme nicht zu, ich komme zu nichts, ne? Ja, ich bin kein D-Zuklidett. So ein Mist, ne? Na gut, aber es hat gerade einfach Pech mit dem Bug, ne? Wie gesagt, ist ein Bug, sie ist halt normal schnell normalerweise, ne? Der Kleine kann rumrennen, Leute anspringen, kann ganz cool an Loop sein. Oder halt, um an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Einzige Angst, die ich so ein bisschen habe, ist, dass es vielleicht zum Campen halt genutzt wird, weil was hält mich jetzt davon ab, einfach hier stehen zu bleiben, wenn es nicht verbuggt wäre, den Kleinen loszulassen, ne? Und wenn der Kleine, mit dem Kleinen einfach jemanden zu jagen und wenn jemand zum Haken kommen sollte, einfach... So, sie... Hab ich dich, die Six zieht. Jetzt liegt sie hier, jetzt wechsle ich wieder in meinen Hauptkörper. Und weiß halt auch, wo sie ist, ne? Ist ziemlich cool, muss ich sagen. Aber ich glaube, man muss noch so ein bisschen, ne? Feingefühl und alles erlernen. Dass man den Sprint gut hinbekommt. Ne, ist auch PDB, da spielen alle jetzt nicht so ernst. So, also ich glaube, das war Killer Kraft ganz gut erklärt. Schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr die Kraft nochmal, wie sie halt in... Oh, nein, die hat auch noch... Jetzt bin ich immer noch verbuggt und muss jetzt wieder den Kleinen steuern. So ein Mist. Claudette, es ist unfair. Ich komme mit meinem Hauptkörper nicht hinterher. Wie gesagt, es ist ein Bug. Es ist PDB. Dafür kann weder ich was noch Claudette. Ich sehe halt auch keine Rennspuren von ihr. Allerdings sehe ich Blutspuren. Ach, verdammt. Hat mich das getötet? Nein. Wenn man gegen Objekte prallt, die größer sind als man selbst, stirbt man, glaube ich, auch, ne? Man musste halt wirklich aufpassen. Nein. Man kann auch zu weit springen. Wenn man hier in dieser Abkühlanimation ist, können die Überlebenden einen auch töten. Also diesen kleinen Victor töten. Hab ich dich. Jetzt liegst du wieder. Und ich wechsle wieder meinen großen Körper. Und jetzt sehe ich irgendwie nicht mehr meinen kleinen Zwerg. Ja, wie gesagt, PDB ist ein bisschen verbuggt, ne? Perks, ne? Wie gesagt, alles nochmal in der Beschreibung, ne? Horter, zwei neue Truhen, die finden weniger gute Items. Ich bekomme mit, wenn sie da irgendwie was plündern. Unterdrückung, ein Generator treten, mehrere gehen zurück. Gnadenstoß, ich kann weitere Nahkampfangriffe machen, ne? Ich glaube, das ist grob zusammengefasst, ne? Was haltet ihr vom neuen Killer? Wie gesagt, ist noch PDB und wir haben jetzt hier schon ein, zwei Bugs erfahren müssen. Allein schon den Bug, dass ich jetzt hier wahrscheinlich nicht zum Haken kommen werde. Naja gut, aber so bekommen wir vielleicht nochmal dann einen Sprung hin, ne? Weil ich werde dann natürlich wieder in Victor gehen. So, die Überlebenden können halt Victor auch töten. Das ist so nervig. So, Claudette ist hier irgendwo in der Nähe da lang. So, hier oben weg. Ah, okay. Ich kann halt auch auf Sachen draufspringen, was ziemlich cool ist. Die Überlebenden, die hören natürlich auch das Brüllen von Victor. Habe ich sie getroffen jetzt? Nein, habe ich nicht. Hä, wo ist sie hin?
In einem anderen Land? Also ich meine, ich sehe nicht ihre Rennspuren. Der Sprung aufladen dauert halt, ja, ein bisschen länger vielleicht als beim... Ich kann sie halt nur angreifen, wenn ich den Sprungangriff mache. Hab ich dich. So, und jetzt schnell in den anderen Körper. Und jetzt schnell dorthin. Ja, schnell ist halt so eine Sache, wenn man verbuggt ist. Ja, das ist übrigens die Geschwindigkeit, die man vielleicht ein, zwei Sekunden hat, nachdem man wieder in den Hauptkörper eigentlich switcht, ne? Aber gut, ne? Machst du nichts. Ist halt jetzt auf dem PDB-Dauerzustand dann mit ihr so, dann, ne? Ich glaube, der Bug kann, ist dann vielleicht auch irgendwann weg, wenn die Überlebenden mal Victor töten oder so. Dann ist man mal kurz wieder normal schnell, aber... Ich bin froh, dass er erst jetzt auftritt. Ich hatte gerade eben eine Runde, wo das dauerhaft war. So, zack, du hängst. Wunderbar, ne? Keine Ahnung, was hier los ist. So, ja, wie gesagt, alles ist in der Videobeschreibung. Claudette stirbt jetzt nochmal. Wir haben alle bekommen. Schöne Runde, ne? Das ist übrigens überarbeitetes Mount Ormond. Es wurde Mount Ormond überarbeitet und alle Schrottplatz-Maps, ne? Die sehen jetzt alle nochmal ein bisschen anders aus. Schrottplatz-Maps habe ich mir noch gar nicht angeschaut, aber Mount Ormond finde ich ziemlich cool. So, brutaler Killer. Naja gut, Runde ging schnell zu Ende. Wir haben Victor nicht hier in der Brust, weil ja, der gerade unterwegs ist, ne? Sag mal's mal so. So, ja, gut, ne? Ist ja PDB, ist ja egal. Das waren meine Überlebenden. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier kommt jetzt nochmal ein kleiner Clip von Mori, wenn man Victor nicht in der Brust hat. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vom Killer haltet, ne? Jetzt klar, der Bug verzerrt alles ein bisschen, aber wir haben ja lange Zeit gesehen, wie es normal ist, ne? Na gut, dann bis dahin. Tschüss!